Profi-Tipp: Mehrere Blaupausen können auf einmal auf dem Boden platziert werden, indem du klickst und ziehst. Dies ist effizienter, als jedes einzeln zu platzieren. Du kannst sehen, dass ein Lager ein Brett benötigt, um gebaut zu werden, und es kann bis zu 12 Bretter enthalten. Ja, so wie es aussieht, gibt es sehr viel Zeug, was man lagern kann. Hier oben an dem Bild. Sind das Donuts? ja. Okay, ein Lager. Wir wollen ja erstmal Holz lagern, denke ich mal. Also bauen wir das gleich hier an den Hackblock. Die 6 Lager. Lassen Sie erstmal Holz lagern. So, da der Hackblock immer nur 3 Bretter produzieren kann. Oh, und sie lagern auch das Rohholz ein. Ah, sehr gut. Da sind schon mal die Lieferwege kürzer. Und sie schmeißen einen Haufen Holz ins Nirvana. Das ist auch schön. Ja gut, sie sind schon mal sehr produktiv. Lager sind erstellt. Herstellungsressourcen sammeln. Im Moment ist der Dorf komplett wehrlos. Das ist ein Problem, das wir lösen sollten, denkst du nicht? Lass uns ein paar Waffen herstellen. Dafür werden wir Eisen benötigen. Eisen und Schwefel sammeln. Wie beim Holzfällen, um Roheisen zu bekommen. Öffne den Auftraggerät und finde den Eisensammelauftrag und platziere ihn über eine Eisenansammlung. Drücke Enter, um den Auftrag zu bestätigen. Wir werden das alles noch im Bahn verarbeiten müssen. Schwefel ist die Ressource, die wir dafür brauchen werden. Nimmt man nicht normalerweise Kohle? Öffne die Aufträgeabteilung, klicke auf Schwefelsammelauftrag und platziere ihn auf einer Schwefelsammlung in der Nähe. Drücke Enter-Tab, um den Auftrag zu bestätigen. Gut, dafür sollten wir allerdings mehr Lager erstmal erstellen. Wir haben Schwefel hier unten, also kommen hier 3 Lager hin. Und hier haben wir Eisen, also kommen hier 3 Lager hin. Das bestätigen wir mal. Und sie nehmen viel mehr Bretter mit, als sie eigentlich bräuchten, aber auch gut, sie bringen die Bretter ja hoffentlich wieder zurück. Oder lagern sie einfach da, wo sie gerade wollen. Okay. Gut. Das heißt, wir machen einen neuen Sammelauftrag, einen für Schwefel hier. Und einen für Eisen hier oben. So. Da bringt ein paar Schwefel und Eisen, Leute. Oh, sieht schön aus, so eine Kiste. Mit Game-Zeug drin. Früher musste man Fässer bauen, um Kristalle drin zu lagern. Aber jetzt scheinbar nicht mehr. Es scheint es gar keine Kristalle mehr zu geben, wenn ich das richtig sehe. Sondern nur noch Felsen, Schwefel, Eisen, aufräumen, okay. Pflanzen und Bäume. Es ist die Frage, kann ich einen meiner Rickthorns auswählen und ihm sagen, er soll. Okay, ich kann ihm auf jeden Fall sagen, er soll Bretter nehmen, hä? Ja. Dann kann er sie dann wahrscheinlich auch da drüben absetzen, dass wir die Bretter alle in einem Lager haben. Und nicht hier gemischte Lager erstellen, auch wenn der Schwefel jetzt schon hier landet. Okay. Ah, wir können auch schon weitermachen. Sammel Eisen und Schwefel. Um Eisen mit Schwefel zu schmelzen, werden wir einen Ofen bauen müssen. Ofen benötigen Ziegel. Lass uns Stein sammeln, um Ziegel zu backen. In der Aufträgereiter klicke auf Felsensammelauftrag und platziere ihn bei einer Felsenansammlung in der Nähe. Ja, da ist eine. Das heißt, wir werden erstmal das Lager hier erweitern müssen. Und ja, das bin ich wirklich noch aus dem Spiel gewöhnt, dass man viele Lager braucht. Und hier einen Felsenauftrag erstellen. So. So, du bringst bitte die Bretter brav zurück. Gut, danke. Und ja, es ist gerade egal, dass der Schwefel hier landet.
So, deine Victor soll nun alle Ressourcen sammeln, die sie für den Ofen brauchen, um Eisen zu produzieren. Super. Klicke auf den Ofen im Strukturenreiter und platziere die Blaupause irgendwo auf dem Boden. Am besten in der Nähe des Eisens, würde ich sagen. Drücke Enter oder Tab, um den grünen Haken oder auch den grünen Haken, um die Blaupause zu bestätigen. Profitipp, ein Ofen benötigt 4 Ziegel. Um gebaut zu werden, stelle sicher, dass du mindestens ein Lager mit Steinen aufgefüllt hast. Ja, das erste Steinlager ist aufgefüllt. Das heißt Strukturen. Ofen. Können wir dich... Nein, das war die falsche Taste. Ich glaube, Rechtsklick war drehen. Ja, Rechtsklick war drehen. Dann platzieren wir dich mal hier. Und auch gleich nochmal... 3 Lagerplätze. Weil wir brauchen ja scheinbar sehr viel Lagerfläche. So, der Ofen wird gebaut. Das wurde damit schon mal gelegt. Und der Ofen. Ah, sehr cool. Es wird ein Stück nach dem anderen platziert. Einen brauchen wir noch. So. Fertig. Du kannst den Stein zurücklegen. Benutzung des Ofens. Sobald ein Ofen gebaut wurde, klicke auf ihn. Mhm. Benutze den Ofen, um Barren herzustellen. Ja. Der Ofenreiter soll in der Taskleiste am unteren Bildschirmrand erscheinen. Klicke auf die Eisenbahntaste, um ihn in der Warteschlange einzureihen. Klicke noch 5 Mal darauf, um 6 Barren herzustellen. Profitipp, wenn du unendlich viele Barren herstellen möchtest, klicke auf den Kreis, um die aktuelle Warteschlange zu wiederholen. Bis du keine Ressourcen mehr hast oder deine Lager voll sind. Okay, für einen Eisenbarren brauchen wir 2 Schwefel und 10 Eisen. Kann in verschiedene Ausrüstung geschmiedet werden, einschließlich Waffenrüstung und Zahnräder. Und wir können Glas machen aus Schwefel und Stein. Wird verwendet, um die Waren herzustellen, die du aus dem Labor, die aus dem Labor kommen. Ah ja. Also wir sollen 6 Barren herstellen. Und wir sehen sogar, cool, die Blaupause von den Barren, wie sie nachher vor dem Ofen landen. So, Schwefel ist schon mal drin. Und Eisen auch. Okay, das Eisen hier ist abgebaut. Der Schwefel hier ist auch schon fast alle. Wir brauchen allerdings noch, wenn ich richtig sehe, ein Lager fürs Eisen selber. Das können wir einfach mal hier direkt neben dem Ofen platzieren, hoffe ich mal. So, und das Eisen wird platziert, sehr schön. Gut, die wollten schon ihre Steine da einlagern, aber... Wir haben leider keinen Platz dafür. Oh, und sie schmeißen einfach das Zeug hin, wenn sie kein Lager finden. Das ist auch toll. Aber ich hoffe mal, sie sammeln es dann irgendwann wieder ein, wenn es leer ist. So, 3 Barren hergestellt. Die Werkbank ist die grundlegendste Herstellungsstation. Sie kann Helibardier, Bogenschützenausrüstung und Laternen herstellen. Lass uns eine Helibardier-Ausrüstung herstellen. Klicke auf die Werkbank im Strukturreiter und platziere sie irgendwo auf dem Boden. Profitiert, wenn du deine Werkbank in deine bestimmte Richtung ausrichten willst, Blaupausen können mit Rechtsklick gedreht werden. Bevor wir weitermachen und deine Helibardier-Ausrüstung herstellen, müssen wir ein Waffengestell bauen, um sie zu lagern. Okay. Herstellung, Werkbank. Die können wir mal hier einfach so dran bauen. So, bestätigen, dass wir die bauen wollen. Und ja, jetzt brauchen wir viel Holz für die Werkbank.
Gut, Bergbank ist fertig. Ja, ihr könntet jetzt noch bitte den Schwefel, der hier rumliegt, einsammeln. Nö, tun sie nicht. Das despawnt einfach das Zeug. Okay, das ist ein bisschen doof, dass das despawnt. Außer wir müssen einen Aufräumauftrag hier setzen. Nö. Gut. Dann deleten wir den mal. Also man merke immer genügend Lager haben. So, die Werkbank ist fertig. Bevor wir ein Helipadier-Ausrüstung herstellen können, brauchen wir ein Waffengestell, um sie zu lagern. Ein Waffengestell bauen. Klicke auf das Strukturenreiter, im Strukturenreiter und platziere es irgendwo auf dem Boden. Also hier ist irgendwie die Farbsache verhunzt. Jedes Waffengestell kann bis zu 4 Ausrüstungen derselben Art halten. Damit deine Viktor schneller auf die Militärausrüstung zugreifen können, solltest du ihnen genügend Platz auf beiden Seiten des Waffengestells lassen. Okay, Waffengestell. Platzieren wir die einfach mal hier. Kostet jeweils 3 Bretter. Okay. So viele Bretter haben wir ja doch. Nee, ihr fangt nicht an zu graben. Ich glaube, ich nehme den Grabenbefehl hier erstmal weg. So. Eine Helibardier-Ausrüstung herstellen. Finde deine Werkbank und klicke auf sie. Klicke auf die Helibardier-Ausrüstung im Tastleisten-Pop-Up. Der Viktor wird anfangen, an der Ausrüstung zu arbeiten. Der Arbeiter wird 2 Teile herstellen. Eine Streitaxt und ein Eisenhut. Beide Teile werden im Waffengestell abgelegt. Du brauchst im Waffengestell Platz, damit die Ausrüstung hergestellt wird. Die Ausrüstung anlegen. Sobald die 2 Teile im Waffengestell gelagert sind, wähle einen Viktor und rechtsklick auf das Waffengestell. Glückwunsch, du hast deinen ersten Soldaten. Profi-Tipp: Soldaten können keine Aufträge zugewiesen werden und können keine Sachen herumtragen. Ja, das macht Sinn. So, einmal Helibardier-Ausrüstung. Dafür brauche ich ein Brett und einen Eisenbarren. Weil die Streitaxt braucht nur ein Brett. Und der Eisenhut braucht. Nur einen, braucht einen Eisenbarren. Ich sollte doch 2 Bäume fällen, wahrscheinlich. 1-2 Bäumchen fällen. Weil uns geht langsam das Holz aus. Da kommt 3. Ne, 2 Bäume reichen erstmal. So, die Helibardier-Ausrüstung scheint fertig zu sein. Ja, ich sehe jedenfalls eine Helibarde und einen Eisenhut. Und wenn ich dich anklicke, dann haben wir unseren ersten Soldaten. Kann ich das Zeug auch wieder zurücklegen? Ja, kann ich gut. Beim Augenblick haben wir nicht genug Brickthorns, um uns einen Soldaten leisten zu können. Also was die Arbeit angeht. Und ja, wir haben Holz. Sehr gut. Ja, stell dir die Helibardier-Ausrüstung her, um fortzufahren. Lass uns eine Bogenschützenausrüstung herstellen. Wir werden Stoff, Seil und Bretter benötigen. Sammle ein paar Pflanzen. Seil und Stoff wird aus Pflanzenfasern hergestellt. Platziere eine Pflanzensammelauftrag auf einer Pflanzensammlung in der Nähe. Profi-Tipp, geh sicher, dass du ein leeres Lager für die Pflanzen hast. Bau einen Webstuhl. Die Pflanzen müssen mit einem Webstuhl in Seil und Stoff umgewandelt werden. Wähle im Strukturenreiter den Webstuhl aus und platziere ihn an einer beliebigen Stelle. Sobald der Webstuhl gebaut ist, klicke darauf und reihe 1-2 Stoff und 1 Seil der Warteschlange ein. Stelle eine Bogenschützenausrüstung her. Reihe eine Bogenschützenausrüstung in die Warteschlange ein. In der Werkbank. Wenn du die benötigten Ressourcen hast, sollte ein Arbeiter anfangen, daran zu arbeiten. Okay. Das heißt, wir brauchen neue Lager. Mal wieder. Ich erweitere einfach diesen Lagerbalk hier um 2 Lager. Bau hier auch gleich einen Webstuhl an.
Und lass hier Pflanzen sammeln.